Hi, ich bin der Stefan und heute kochen wir mal eine Kalbschü. Kalbschü ist eigentlich nichts anderes wie eine Grundsoße, wo ich nachher mehr oder weniger verschiedene Soßen abbreiten kann. Ich bin jetzt schon ein bisschen weiter, habe die Kalbsknochen angebraten. Jetzt machen wir Mürbrat, das heißt verschiedene Gemüse, Karotte, Sellerie und Zwiebel in der Regel. Schmeißen wir dazu. Und dann tun wir das Ganze wieder weiter hin. Rösten. So, jetzt haben wir das Ganze eigentlich gut angeröstet. Das heißt, wir machen jetzt Tomatenpüree. Ich habe es jetzt hier aus der Tube, vielleicht so eine viel Menge. Ja, einen Esslöffel voll. Ein bisschen mehr. So, jetzt tun wir das Ganze mit Rotwein auslöschen. Wie gesagt, den Vorgang machen wir 2-3 Mal und nachher füllen wir es mit kaltem Wasser auf. Dann hier habe ich noch verschiedene Kräuter, Pfefferkörner, Rosmarin, Lorbeer, Thymian und Kurkuma. Das Ganze lassen wir dann eineinhalb, zwei Stunden kochen. Ich nehme die Zeit, es gibt natürlich auch sehr viel Soße, ich tue das nachher gerne für mich vakuumiere und dann auch einfriere. Wenn man keinen Vakuumierer hat, kein Thema, man kann das auch in kleine Dose abfüllen und einfrieren. Okay, jetzt tun wir das Ganze mit kaltem Wasser einfach auffüllen. Ich sage jetzt mal immer, gut decken. So, jetzt haben wir es gut gefüllt. Kaltem Wasser, das Ganze, wir tun es ein bisschen abschäumen, sage ich mir. Dann machen wir, wie gesagt, vorher die Kräuter dazu, mit Salz auch. Das Ganze lassen wir jetzt köcheln, bis das muss dann später passieren. So circa eineinhalb Stunden hat es jetzt gekocht, jetzt gehen wir hin. Ich habe da schon was vorbereitet und das Ganze mal passieren. So, jetzt haben wir hier die passierte Kalbsform. Dann lassen wir es nochmal durchkochen und das tun wir entsorgen. Die Kalbsschü ist jetzt reduziert, soweit fertig. Schön, dass Sie mir zugeschaut haben. Bis bald, euer Stefan.